Moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Gold Rush The Game. Ja Freunde, ich mache jetzt hier eine Aufnahmesession der anderen Art. Ich werde nicht nach immer 20 Minuten oder 30 Minuten oder so abbrechen. Ich werde jetzt in einem durch aufnehmen, weil ich einfach krass hinterherhänge und es tut mir voll leid, aber ich habe es einfach überhaupt nicht geschafft von der Zeit her, alles aufzunehmen, zu rendern und hochzuladen. Also ich habe es gar nicht geschafft, erst aufzunehmen. Also wird jetzt aufgenommen, eine komplette Season. Und rendern tue ich das dann nachher. Und also ne, jetzt aufnehmen, später rendern und dann hochladen. So, dass ich zwar dann ein neues Zeitfenster habe in der Hinsicht. Aber dann muss ich auch schon wieder aufnehmen und rendern und hochladen. So, dass wir aus dem Trott herauskommen. Weil ich habe es jetzt überhaupt nicht geschafft aufzunehmen oder gar zu rendern. Also überhaupt nicht geschafft aufzunehmen. Wie dämlich hört sich das gerade eigentlich an. Bläh. Ich habe die anderen Spiele alle fertig. Die sind alle vorproduziert. Da habe ich jetzt auch genug Ruhe und alles. Nur bei diesem Spiel habe ich es halt überhaupt nicht geschafft. Und jetzt guck mich nicht so an, böse an, Peter Parker oder wie du heißt. Aber jedenfalls, Parker heißt er. Aber auf jeden Fall nehmen wir jetzt eine ganze Ladung auf, damit ihr Bescheid wisst und euch nicht am Ende wundert, warum ich jetzt nicht mehr Hallo und Tschüss sage in jeder Folge, sondern in dieser Folge Hallo sage, nicht mehr Tschüss sage und dann irgendwann am Ende nochmal Tschüss sage. Das kann auch sein, dass dann die letzte Folge nur 10 oder 15 Minuten geht. Tut mir dann zwar leid, aber das ist dann halt einfach mal so. Ich hoffe, das wird alles. 13. Februar kommt Season 6, okay. Was auch immer das ist. Wir laden hier. So, welches waren das jetzt? Nehmen wir den. Da seht ihr auch, ist verdammt lange her. Heute ist der. Boah, Alter. Ende, Mitte. Alter. Scheiße. 2 Monate lang hatte ich fast keine Zeit, was aufzunehmen. Uff. Läuft bei mir. Krasser Scheiß. Wir sind jetzt schon im Februar. Heftig, wie die Zeit vergeht. Ich finde das unglaublich. So. Ich habe gar keine Ahnung. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich habe gar keinen Plan mehr, was wir hier vorhatten, was wir noch machen wollten oder sonst irgendwas. Wasser habe ich. Trinken habe ich. Wasser trinken ist doch dasselbe. Habe ich. Liquid. Batterien. Alles ist da. Du hast deinen ersten Teil der Geschichte gefunden. Du hast einen Teil der Geschichte. Okay. Okay. Hatten wir nicht schon. Junge. Hatten wir nicht schon viel mehr gefunden? 9 Riesen haben wir. Wo ist das ganze Gold und alles hin? Hat er das nicht gespeichert? Wo sind wir hier? Ist das nicht hier unsere. Warte. Das müssen wir jetzt mal eben abchecken. Wo ist denn das Gold, was wir hatten? Haben wir das schon weggebracht? Ich bin gerade mega verwirrt. Weil Gold, Menge. Ich muss erstmal. So, jetzt haben wir -3 Riesen. Ich muss erstmal wieder ins Spiel reinkommen. Ist einfach zu lange her. Verzeiht mir bitte. War ich nicht gerade beim Schmied? Beim Schmied. Geh zum Schmied und hol dir deinen Goldbarren ab. Alles klar, Dicker. Ist unser Gold also bereit, ja? Hätte er mir da jetzt nicht Bescheid gesagt, wäre ich jetzt so stumpf nach Hause gegurkt.
Weil ich ja gerade schon bei ihm war und da war noch nichts ready, 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 ready. Ah, ich wollte gerade sagen, ich kann die Maschine auch nicht verlassen, wenn der Motor läuft. Aha. War das Feuer auch schon alles da? Ich bin gerade hardcore verwirrt. Wir haben auf jeden Fall hier nichts und auch wenn er uns das anzeigt, nee. Jetzt haben wir das, haben wir Gold. Kann ich da ranzoomen? Nein. Hm. Keine Ahnung, wir fahren mal. Ja, meckern nicht so viel rum jetzt. Ich bin ein alter Mann. Wir fahren jetzt mal zur Bank. Oder wo verkaufen wir das nochmal? Wir machen mal unser Handy an, während wir am Fahren sind. Gehen wir mal zur Bank. Die müsste doch da vorne sein, oder ne? Halt, stopp, das ist ein Überfall. Plus ein Fahrzeug, aha. Börse. Alter, $3.344,78. Was geht ab? $42,72, das war schon höher. Okay. Wir haben noch 9.000. Also würde ich sagen, drauf geschissen. Behalten wir das Gold erstmal auf dem Hänger. Und machen noch ein bisschen mehr Para, dass wir uns mal Maschinen und sowas leisten können. Kann man hier überhaupt langfahren? Yes. Hier müssen wir doch irgendwo lang, oder ne? Boing. Ja, dann fahren wir doch mal da hoch. Weil eigentlich offenbar müssen wir da hoch lang. Komm jetzt, mach mal Anzug hier. Hol mal dein Turbo raus, Dicker. Dicker, kack mir jetzt nicht ab. Schalt mal einen Gang zurück und dann gib ihm. Gib ihm. Dicker, ist das der richtige Weg? Wo fahren wir jetzt gerade hin? Ja, wir fahren immer weiter weg, ihr Lutschbirnen. Da wollen wir ja gar nicht hin. Also war doch richtig. Wir fahren jetzt einfach in die Stadt und dann von dort aus. Ich weiß noch, irgendwie was von wegen Bahnschienen oder so. Boah, Dicker, hier, das Auto ist schon total schaden. Digi, 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 da, 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 da. Oh, Motor aus. Oh. Diesel ist am Schissel. Noch. Ampeln sind Dauer aus, weil diese Stadt keinen Strom hat, weil ich den Strom klaue. Wahrscheinlich mit meiner einen Anlage, die ich... Boah, ja, Dicker. Heftiger Macker. Ohne Witz, heftigster Kerl, ey. Also wir fahren jetzt erstmal wieder zurück und wollen dann... Mal schauen, dass
Ja, meine Fresse. Geh mir mal nicht auf den Sack mit irgendwelchen Geschichten. Ich habe schon voll viele Teile eigentlich gefunden. Wenn das alles wieder weg ist, dann... Fick deine Geschichte, Mann. Hör auf zu laden. Ich nehme noch nicht mal... Ich rendere noch nicht mal irgendwas, also... Entspann dich. Ich will nur mein Gold haben. 70 Gramm, 78 Gramm, das ist zu billig, ey. Jetzt kriegst du, kostet eine Unze, glaube ich, aktuell 1400, 1500 Euro. Und der will da dafür nur ein paar Lutschpastillen haben. Drei Riesen. Für etwas über zwei Unzen. Nee, Freundchen, nicht mit uns. Kommt zwar ungefähr eigentlich hin sogar, aber egal. Ist mir egal. Egal. Kennt ihr den Typ noch? Den Fettsack? Der ist so geil. Ist mir egal. Egal. Ist mir egal. Keine Arbeit ist mir egal. Keine Geld ist mir egal. Arbeitsamt ist mir egal. Ist mir egal. Egal. Boah, der rastet ja hier auch völlig aus. Egal. Ich konnte mal besser rückwärts fahren. Ja, ich musste kurz aussteigen, um mich selber zu fassen. Habe ich jetzt... Achso, ich habe C gedrückt. Ich dachte, ich habe ausgemacht. Ich war gerade verwirrt. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Diesel ist noch da. Die Eimer sind hier. Was ist das hier? Ah, die Eimer habe ich voll gemacht und das dann durch die Station laufen lassen, oder was? Und mit den Dingern... Mach mal Deckel zu. Ich ersteche das Ding gleich. Da! Genau, wir brauchen jetzt einen Spaten. Um das gute Gold dort abzubauen. Und uns eine Existenz aufzubauen. Drei Schaufeln und das Ding ist voll. Bleib mal stehen jetzt. Hä, der war doch gerade voll. Aha, okay, den anderen hat er voll gemacht. Halt, stopp. Ja. Wir sind so eine fleißigen Bienchen. Wir müssen uns mal so ein Quad oder so kaufen. Einfach Quad vollbomben. Wäre das nicht viel lohnenswerter? Yes, man. Okay, wir machen jetzt die Maschine an. Ah, Mann. Goldi, 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 Gold, Gold, Gold. Goldi, 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 Gold, Gold, Gold. Leer.
34 Gramm Nugget. Alter, das ist schon eine Unze. Über eine Unze. Krass. Ich würde mir gerne ein paar Bretter kaufen, die ich hier hinlege, damit das gerade ist. Wo ich dann die Dinger draufstelle. Aber so viel Fortschritt geht nicht. Boah. Voll umgehauen. So. Und wie kriegen wir das Gold da jetzt raus? Haben wir nicht die Eimer... Haben wir das nicht? Okay. Batz. Oh. Nee. Ah, genau, ausgewatschen und dann die Eimer da. Ja. Ist auf jeden Fall eine krasse Arbeitserleichterung. 34 Gramm Gold haben wir gerade noch gefunden. Jetzt haben wir schon mal 33,999 Gramm Gold, wie ihr rechts seht. Mir wurde wieder Geld abgezogen, ich hatte doch mehr. Was ist das? Magnetisten, Magneten, Maggie. Das Geile ist, da ist Wasser mit drin, aber am Ende kommen nur... Oh Gott, wie ging das nochmal? Nee. Wupp. Z. Gold sammeln. Sehr nice. Okay. Vielleicht kriegen wir ja noch ein bisschen mehr Gold aus dem schönen Zeug. Habe ich aber nicht so das Gefühl. Okay, weg damit. Auf den Boden geklatscht, den Eimer genommen und draufgenudelt. Ah, das könnte schon mehr sein. Also wenn er die Zange benutzt, ist auf jeden Fall ordentliches Gold am Start. Irgendwie sowas war doch, ne? Oh, das hat gerade schon geglitzert. Könnte sein, dass wir jetzt hier den Goldthron haben. Ich will natürlich am Ende, später auch schön die Unzen zählen, wenn das mal Realität wäre. Boah, das ist ein Dicker. Nicht du. Du. Boah, das ist ein guter gewesen. Sehr nice. Ich dachte, da brennt's, aber das war nur mein Feuer. Nee, ich bin mal wirklich gespannt, was hier noch bei rumkommt.
Ich hoffe, ich kann hier Leute einstellen, weil ich habe keinen Bock, das alles selber zu machen, weil ihr wisst ja, nee, Steuerung und so in diesem Game ist nicht so mein Ding. Da kann ich hoffentlich noch auf die andere zurückgreifen später. Gut, jetzt machen wir die Matten, dann machen wir das alles wieder voll, weil wir sind arme Penner. Und arme Penner müssen ordentlich Maloche, damit sie zu ihrem Gold kommen. Und da wir auch noch eine gute Differenz haben, brauchen wir jetzt nicht sofort wieder Kohle. Weniger Eimer sind mehr? Ja, glaube ich nicht. Ich versuche jetzt die vollen hier umzukippen. Haha. Bahaha. Trick 17. Geil, da kann ich auch noch abbauen. Ich kann ja noch ordentlich abbauen. Ja, macht nichts, wenn er umkippt. Wir machen die Matten jetzt mal voll. Boah, 46 Gramm Nugget. Tschüss. So. Der bleibt hier im Haufen liegen, so wie er ist. Da komme ich aber auch nicht dran. Das ist natürlich noch besser. Man hat ja immer mal klein angefangen, obwohl es nicht mal auf dem eigenen Feld mehr ist, aber macht ja nichts. Ich glaube, das sind die Meteranzahlen, 8 von 50 Metern und so, ne? 16 von 30 Metern, die du die Schläuche ziehen kannst. Kann man das Ding auch voll machen? Okay, sieht gut aus. Dann machen wir den auch noch bis oben hin voll und danach hauen wir da alles wieder rein. Oder sagt er uns gar nicht, das Dicker ist voll. Doch, ja, nice. Gramm Nugget. Nice. Jetzt warten wir mal eben, bis das ein bisschen geschürft wurde. Genau. So, wir wollen ja nichts verlieren. Und nichts für die Mülltonne produzieren. Okay, dann bleib halt so liegen. Jetzt machen wir mal so bis 90% voll. Gucken, ob er uns da eine Ansage macht oder ob er sagt, chill, alles wird gut. Bis alles durchgespült ist, natürlich, ne? So, okay. Ist clean. Das ist aber noch nicht der Clean Out. Der kommt später.
Verurteilt mich nicht, aber soweit ich weiß, heißt Clean Out. Alle Maschinen aus. Die Matten in die Eimern ausstopfen und dann, was wir gerade mit der Hand gemacht haben, die Nuggets zählen. Ich reiß hier alles weg, du. Aber wir haben schon dicke Nuggets gefunden. Jetzt müssen wir natürlich nur ein bisschen aufpassen. Die Wölfe lauern hier überall. Und wir wissen, eines immer sicher. Die wollen an unsere Nuggets. Aber wir werden denen natürlich nichts von den Nuggets abgeben. Weil die Penner haben es nicht verdient. Da kannst du auch nicht was reinschaufeln in das Ding. Später brauchen wir nur noch die Eimer zum Auswaschen. Nee, da gibt es auch Maschinen, stimmt. Hatten wir ja im Tutorial, ja. Entschuldigung. Im Tutorial hatten wir das ja auch schon. Da gab es ja auch Maschinen für den Scheiß. Oder nur noch die Nuggets, aber das wurde dann, glaube ich, auch nochmal gewaschen, ne? Boah, dicker Nugget gefunden. Geil. Alles klar. Ich warte immer auf die Ansage, dass gesagt wird. Nö. Oh, guck mal, wie der runterarbeitet. Brrrr. Nice. Der haut ordentlich rein, auf jeden Fall. Liter per Minute, glaube ich. Pro Minute. Kannst auch auf Deutsch nehmen. Okay. Ich wollte mal meine krassen Englischkenntnisse weitergeben. 54 Gramm, Junge. Da habe ich aber die Bude leer gemacht. Alter Verwalter. Krass. Ich will gar nicht wissen, wie viel da unten noch liegt, was durchgespült wurde. So, da ist immer noch was im Laufen. Oder blitzert das? Ah, ich glaube, das blinkt einfach nur so. Oder ich spüle das gerade mit weg. Keine Ahnung. 60%, wir sind bei über 200 Nuggets. Ist das immer noch derselbe Haufen? Nein, das müsste der sein, ne? Jetzt mache ich mal ein paar weniger Schaufeln da rein. Bis wir sehen, dass es oben angekommen ist, weil hier ist ja der Boden auch schon fast weg. Und dann müssen wir mal schauen, was wir als nächstes produzieren bzw. kaufen werden, um es zusammenzubauen. Arbeiten! Wie viel hast du denn noch? Oh, 60% hat er noch. 16 von 100 Metern, ja. 20 Liter von 18. Der kann also noch mehr drücken. Dann läuft er, glaube ich, noch nicht auf Vollers. Würde ich mal sagen.